möchte euch heute gerne in die Hypnose, in die Trance und in NLP entführen in die Welt. Und ich sage immer, wenn ich mit Hypnose arbeite, man kann natürlich auch auf der Bühne mit Showhypnose arbeiten, dann rennen die Leute gackern auf die Bühne oder der eine hüpft wie ein Gorilla, das mache ich nicht. Ich arbeite mit Heilhypnose. Das heißt, wenn ich mit Hypnose arbeite, dann möchte ich auch, dass es den Menschen was bringt. Dass es den Menschen Heilung bringt, dass es den Menschen Blockaden löst, dass es vielleicht Traumata auflöst und so weiter und so fort. Jeder hat ja so sein Päckchen zu tragen. Und ich werde euch heute einige Methoden zeigen, was man zum Beispiel mit NLP machen kann, was man zum Beispiel mal eben Schmerzen einfach so weg. Innerhalb von Sekunden, das kann so einfach sein. Und das möchte ich euch heute natürlich zeigen, weil man sich das immer schwer vorstellen kann. Dann habe ich noch was ganz Besonderes heute. Das machen wir am Ende dieses Auftrittes. Ihr habt alle die Möglichkeit, oder ich gebe euch die Möglichkeit, mit einem Verstorbenen von euch zu kommunizieren. Das wird vielleicht sehr emotional. Haltet euch bitte ein Taschentuch bereit. Guckt einfach, ob ihr das in diesem Rahmen mitmachen möchtet. Wenn nicht, ist natürlich auch okay. Alles ist hier heute freiwillig. Diese Jenseitskommunikation, die machen wir ganz zum Schluss. Ja, jetzt möchte ich aber erstmal so ein kleines Experiment mit euch machen, weil ich arbeite ja ganz viel mit dem Unterbewusstsein, mit eurem Unterbewusstsein. Und ich bin natürlich auf euch angewiesen. Das heißt, ich kann hier heute nur eine gute Show liefern, wenn ihr mir helft und auch nachher nach vorne kommt. Jetzt dürft ihr aber nochmal auf eurem Platz sitzen bleiben und ich möchte, dass ihr, wer möchte, ein Experiment mit mir macht, bitte mal alle Uhren und Armbänder ablegen. Ja, wenn du die Möglichkeit hast, dann auch gerne Ringe, ja. Wenn sie ein bisschen größer sind, ist das besser. Genau, legt bitte alle mal eure Uhren, eure Armbänder und euren Schmuck von den Händen ab. Sehr gut. Super. Und es ist auch wichtig, dass ihr gerade bei Hypnose, bei NLP immer ein bisschen ruhig bleibt, dass die Unterhaltungen ein bisschen eingestellt werden, weil wir uns einfach ein bisschen konzentrieren müssen. Und ich bitte euch, also ich lade euch ein, ihr habt hier am Handgelenk einen Ring. Und auf der anderen Seite dasselbe nochmal. Das ist der erste Ring, der so eine Falte, ich sag nicht immer so gerne Falte, das hört sich so negativ an. Deswegen. Und habt ihr alle eure Ringe gefunden? Gut, dann lade ich euch ein, jetzt beide Hände mal zusammen zu tun, Ring auf Ring. Sieht dann so aus. Und dann die Finger einmal nach vorne strecken und zusammen, als wenn ihr betet. Das sieht doch super aus. Jetzt möchte ich, dass ihr mal auf eure Mittelfinger schaut. Nee, so bitte zusammen die Hände, genau. Lasst die Hände zusammen, schaut auf eure Mittelfinger. So, es muss so aussehen. Und jetzt kann es sein, dass ihr entweder zwei gleiche Mittelfinger habt, der eine ist vielleicht ein bisschen länger. Bei denjenigen, wo die Mittelfinger gleich lang sind, die suchen sich eine Hand aus und legen die aufs Bein. Also bei denen, wo der Finger gleich lang ist, die legen irgendeine Hand aufs Bein. Und bei denen, wo der Mittelfinger kürzer ist, die nehmen die Hand mit dem kürzeren Finger und legen die aufs Bein. Und die andere Hand runter. Sieht sehr lustig aus. Genau, jetzt möchte ich, dass ihr euch bitte konzentriert. Schaut auf euren Mittelfinger, der auf eurem Bein liegt. Und stellt euch mal nur mit Kraft und Macht eure Gedanken vor, dass euer Finger immer länger und länger wird. Lasst euren Mittelfinger wachsen. Und immer länger und länger und länger. Vielleicht könnt ihr auch spüren, dass euer Mittelfinger immer länger und länger wird. Lasst ihn nur mit Kraft und Macht eurer Gedanken wachsen. Und immer länger und länger. Sehr gut, das war's schon. Jetzt macht das doch nochmal. Legt wieder Ring auf Ring. Hände zusammen und... Was ist passiert? Ich höre Lachen. Der andere ist jetzt kürzer. Das heißt, dein Finger ist gewachsen. Du hast auch so gelacht.
Bei wem ist der Finger nicht gewachsen? Bitte einmal. Es ist oft so, dass 5%, das funktioniert nicht. Wenn das kürzer geworden ist. Auch sehr interessant. Ich lade denjenigen ein, wo es nicht funktioniert hat, das nochmal für sich zu machen. Manchmal kann es sein, dass nicht der richtige Rahmen ist. Oder zu aufgeregt oder wie auch immer. Probiert es nochmal im Stillen aus. Und ja, bei den meisten hat es ja funktioniert. Und herzlichen Glückwunsch. Das war schon die erste Suggestion, die ich euch an diesem Tag zukommen lassen habe. Ja. Also du kannst ja dasselbe Experiment nochmal in Umkehrfolge machen. Also wem das jetzt ein bisschen ungeheuerlich ist. Und wenn ich jetzt so mal hier ins Publikum komme, ihr wisst ja auch, dass ich ein Medium bin und Gedanken lesen kann. Also wenn ich hier so manche Gedanken, die mich anspringen, merke, was man noch so alles wachsen kann, behalte ich für euch, okay? Alles klar. Gut. Ja, wichtig ist natürlich, dass man sich auf Hypnose auch einlässt. Wenn ich bitte diejenigen, die sagen, oh, mich kann man eh nicht hypnotisieren, ich bitte diejenigen einfach, heute nicht nach vorne zu kommen, weil man sollte für Hypnose wirklich offen sein. Ihr müsst nicht dran glauben, dass es bei euch unbedingt funktioniert, aber ihr solltet wenigstens geöffnet dafür sein und euch darauf einlassen. Das ist ganz, ganz wichtig für euch selbst und für mich natürlich auch. Weil wenn ich jemanden habe, also schafft das eh nicht bei mir, dann sträubt man sich und man muss sich schon bei Hypnose drauf einlassen. Also man muss das wollen. Deswegen, also wenn heute jemand zu mir hier nach vorne kommt, ich bitte euch, dass ihr das wollt. Ja, jetzt möchte ich gerne mal, dass diejenigen sich melden, die gerade akute Schmerzen haben. Okay, die Dame in dem rot-weißen T-Shirt, bitte einmal noch zu mir nach vorne und einen Applaus. Schmerzen, den Herrn hier vorne in dem orange-braunen Shirt, genau. Die Dame in der blauen, hellblauen Bluse, bitte einmal zu mir nach vorne. Sie muss das freiwillig wollen. Es ist sehr nett, dass du ihr helfen möchtest, aber ich bitte, dass die Menschen frei entscheiden, ob sie zu mir nach vorne kommen. Genau, und kommst du bitte nochmal zu mir nach vorne. Willst du? Ein Applaus für alle Freiwilligen. Jetzt live. Bitte schön. Mikro. Darf ich ganz kurz fragen, wo hast du gerade körperliche Beschwerden? Dein linkes Knie? Okay. Darf ich dich mal ganz kurz fragen? Kopf, Nacken. Mikro, irgendwas funktioniert mit dem Mikro nicht, Christian. Oder okay, Hüfte war, Rücken und Hüfte. Was war bei dir? Zahnschmerzen. Und bei dir? Rechtes Knie, okay. So, was ich euch jetzt zeige, das geht ganz schnell, das ist verrückt. Man mag es nicht glauben, dass es funktioniert, aber es funktioniert. Und ich arbeite jetzt mit NLP, das ist neurolinguistische Programmierung. Und dabei trickst sich eigentlich nur das Gehirn aus. Ich meine, wir tricksen und wir verarschen uns sowieso den ganzen Tag selber, indem wir uns sagen, oh, ich bin zu dick, ich kann das nicht. Und warum wollen wir das nicht zum Positiven nutzen? Und ich hoffe, ihr seid bereit, eure Schmerzen ein wenig gehen zu lassen oder sie zu verbessern. Seid ihr bereit? Wunderbar, dann bitte ich jetzt um absolute Ruhe. Und ich möchte bitte, ihr eure Augen schließt. Und jetzt konzentriert euch bitte auf meine Stimme und atmet tief durch die Nase ein und aus dem Mund wieder aus. Und jetzt fühlt bitte einmal in euren Schmerz. Lenkt alle eure Wahrnehmung auf euren Schmerz. Und jetzt gebt eurem Schmerz eine Farbe, die erste, die euch einfällt. Gebt dem Schmerz eine Farbe.
Und diese Farbe nehmt ihr. Und ich möchte, dass ihr diese Farbe nehmt und den Schmerz verbindet und immer mehr drehen lässt in eine Richtung, wie eine Spirale. In eine Richtung wie eine Spirale. Nehmt den Schmerz und lasst ihn drehen. In einer Spirale, in eurer Farbe. Immer schneller und schneller und noch schneller und noch schneller und noch schneller und noch schneller. Dreht den Schmerz in der Farbe in eine Richtung. Immer schneller und schneller und schneller und schneller und schneller. Und stopp. Jetzt gebt euren Schmerz andere Farben. Und jetzt möchte ich, dass ihr euren Schmerz in die andere Richtung dreht. Immer schneller und schneller. In die andere Richtung. Dreht euren Schmerz immer schneller und schneller in die andere Richtung mit der Farbe, die ihr jetzt gewählt habt. Immer schneller und schneller und schneller und schneller. Dreht euren Schmerz immer schneller und schneller in der Farbe, die ihr jetzt gewählt habt. Und noch schneller und stopp. Jetzt möchte ich, dass ihr eure Augen wieder öffnet. Das ist für euch. Fühlt nochmal rein, ist ein bisschen verrückt. Wie geht's dir? Gut. Was heißt das? Mein Knie geht's wirklich gut. Ehrlich. Wow, verrückt, oder? Ein Applaus für die Dame. Und bitte, es ist ganz wichtig, dass ihr ehrlich seid. Ne? Ihr müsst mir keinen Gefallen tun, bitte wirklich ehrlich sein. Auch wenn es mal nicht funktioniert. Ist besser geworden. Ist besser geworden. Ein Applaus für den Herrn. Rücken gar nicht, Hüfte ja. Rücken gar nicht, Hüfte ja. Vielleicht habe ich da einen Fehler gemacht. Ich hätte dich auf einen konzentrieren lassen müssen. Du hattest ja zwei Sachen. Das war wahrscheinlich mein Fehler. Tut mir leid, du setzt leid. Aber eins ist ja besser geworden. Das ist schon mal gut. Dann hast du dich ja schon auf diese Stelle konzentriert. Ja. Ja. Wie ist es bei dir? Besser geworden. Ich habe richtig gemerkt. Du hast richtig gemerkt. Ja. Wunderbar. So, das war NLP. Vielen Dank. Schmerztablette greifen. Ich bin jemand, ich nutze nur selten, in den seltensten Fällen eine Schmerztablette, weil man kann sich mit so kleinen Methoden, die dauern ein, zwei Minuten, selber helfen. Ja, man muss sich das nur vorstellen können, damit trickst man das Gehirn ein bisschen aus und zack, es wird besser. Das kann man immer wieder machen. Man kann sich selber heilen. Ist einfach so. Und ja, jetzt ich freue mich schon sehr. Ich weiß ja auch nie, was mich erwartet. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Und ich weiß natürlich auch nicht, was mich heute erwartet. Auf jeden Fall frage ich jetzt erstmal, ich glaube, das ist meistens an die Frauen gerichtet. Wer von euch hat eine Spinnenphobie? Und wer möchte diese Spinnenphobie loswerden? Du bitte einmal nach vorne. Du dort hinten, einmal nach vorne mit dem pinken Shirt. Du bitte auch. Du hast Angst vor Spinnen. Da muss ich die Mama fragen. Darf ich denn dann auch hypnotisieren? Ja, dann komm doch bitte nach vorne. Wow, ein Applaus erstmal. Du bleibst noch mal ein bisschen stehen. Das dauert jetzt ein bisschen. Wir machen erstmal noch was anderes. Und ich brauche noch ein paar Freiwillige nach vorne. Wer hat Lust, Hypnose auszuprobieren, sich darauf einzulassen? Du mit dem rot-weißen Shirt bitte. Du komm bitte nach vorne. Wer noch? Leute, traut euch, ich bin davon auf euch angewiesen. Komm du nach vorne bitte. Und noch mehr, bitte. Liebe Leute, komm du doch auch nach vorne. Bitte nochmal darauf achten, wer Ketten rum hat. Brillen bitte einmal auf den Tisch. Ja, natürlich. Jetzt kommen Freiwillige, die keine Spinnenphobie haben. Jetzt einfach Freiwillige, die das mal ausprobieren wollen. Bitte. Genau, Brillen bitte ab, Ketten bitte ab. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, Moment. Ich muss euch jetzt ein bisschen positionieren. Ich hoffe, dass es genau. Du kommst mal nach vorne, damit man dich auch sieht. So, du kommst bitte auch mal nach vorne, dass du da nicht so alleine ist. Genau. So, kommst du bitte auch mal zu mir nach vorne? Hier so hinstellen, genau. Kommst du bitte auch mal zu mir nach vorne? Ein bisschen Abstand brauchen wir. Dich bitte ich einmal nach da hinten zu gehen.
kommst du auch mal zu mir nach vorne. Du gehst noch ein bisschen weiter rüber und auch. Und du kommst bitte noch nach vorne. Ja, einen herzlichen Applaus für die Freiwilligen. So, jetzt ist natürlich wichtig, erstmal die Hände neben eurem Körper legen. Und achtet jetzt bitte nur noch auf meine Stimme. Könnt ihr mich alle gut hören? Ja. Achtet bitte nur noch auf meine Stimme. Ihr steht ganz sicher und fest an eurem Platz. Und nochmal ganz tief durch die Nase einatmen. Und aus dem Mund wieder aus. Ihr seid zu schnell. Ich habe noch nichts vom Augenschließen gesagt. Und nochmal durch die Nase einatmen. Und durch den Mund wieder aus. Nochmal durch die Nase ein. Und beim Ausatmen schließt ihr bitte eure Augen. Ihr steht ganz sicher und fest auf euren Platz. Ihr fühlt euch wohl, frei. Und ihr merkt, dass eure Augen immer schwerer und schwerer werden, immer schwerer und schwerer. Es fühlt sich an, als wenn eure Augen zusammenkleben. Wie als wenn sie mit Sekundenkleber zusammenkleben würden, immer fester und fester. Und ihr merkt, dass ihr sie nicht mehr öffnen könnt. Je mehr ihr versucht, sie zu öffnen, desto fester kleben eure Augen zusammen. Fünf. Eure Augen kleben immer fester und fester mit jedem Atemzug. Ihr könnt sie nicht mehr öffnen. Vier. Fester und fester kleben eure Augen zusammen. Drei. Festkleben. Zwei. Je mehr ihr versucht, sie zu öffnen, desto fester kleben die Augen zusammen. Eins, könnt ihr nicht mehr öffnen. Null. Zu. Wenn ich dich jetzt an deine Schulter tippe, kannst du deine Augen nicht öffnen, aber du kannst mit mir sprechen. Wie ist es bei dir? Gut. Kannst du deine Augen öffnen? Nee. Verrückt, oder? Ja. Applaus für die Dame. Wenn ich dich jetzt in deine Schulter tippe, kannst du mit mir sprechen, aber du kannst die Augen nicht öffnen. Wie ist es bei dir? Gut. Kannst du deine Augen öffnen? Nein. Wie fühlt sich das an? Verrückt, oder? Angenehm. Angenehm, das ist schön. Dann nochmal einen Applaus für die Dame. Jetzt an deine Schulter antippe, kannst du die Augen nicht mehr öffnen, aber mit mir sprechen. Wie ist es bei dir? Sehr gut. Sehr gut, ja, das ist toll. Und kannst du die Augen öffnen, sag mal? Gar nicht. Gar nicht? Das gibt's ja nicht. Aber du brauchst keine Angst haben, es ist alles gut. Ja? Okay. Super, ein Applaus. So. Wenn ich dir jetzt an deinen Kopf fasse, wird dein Kopf schwer wie Blei. Dein Kopf wird schwer wie Blei. Und du merkst, wie du deinen Kopf an meinen Körper drücken möchtest. Und du fühlst dich sicher und wohl. Sicher und wohl und lässt dich einfach fallen. Wenn ich deinen Kopf berühre, kommst du an meinen Körper und fühlst dich sicher und wohl. Und lass dich mal alles gut, alles gut. Und fühlt sich frei, bleibt lieber, alles gut. Wenn ich deinen Kopf berühre, fühlst du dich wohl, dein Kopf wird schwer wie Blei, ich berühre deinen Kopf wird schwer wie Blei und er wird in Richtung meines Körpers gehen und fühlt sich sicher und frei, alles gut.
ich dich jetzt antippe, öffnest du die Augen und setzt dich hin. Setz dich auf den Stuhl. Wenn ich dich jetzt antippe, setzt du dich auf den Stuhl. Einmal auf den Stuhl setzen. Nein? Okay, Entschuldigung. Das ist alles nicht funktioniert. Okay, dann trotzdem Applaus und vielen Dank, dass du dabei bist. Wenn ich dich jetzt antippe, setzt du dich bitte auf den Stuhl. Wenn ich dich jetzt antippe, setzt du dich auf, öffnest du deine Augen, setzt dich auf den Stuhl. Wenn ich dich jetzt antippe, öffnest du die Augen, kannst mit mir sprechen. Und wenn ich sage Schlaf, bist du sofort wieder in diesem tiefen Zustand, wo du jetzt bist. Öffne mal deine Augen. Hallo, guck mal, da liegt jemand. Verrückt, oder? Wie geht's dir? Entspannter. Ich hatte erst Angst. Ja, okay. Ist entspannter. Ja, okay. Aber ich bin irgendwie wie weg. Alles gut. Super. Ja. Bist du auch nicht drin? Ich höre den Trauer. Alles kein Problem. Ein Applaus für dich. Geh doch mit. Das, was ich hier mache, hat natürlich mit Heilung nicht wirklich was zu tun. Das ist jetzt einfach, um zu zeigen, wie Hypnose funktioniert, wie schnell es gehen kann, dass es ziemlich einfach ist und wenn man sich darauf einlässt, funktioniert es auch. So. Wenn ich dich jetzt an die Schulter tippe, dann denkst du mal an ein Erlebnis, einer Spinne begegnet bist, aber du fühlst dich trotzdem sicher und ganz sicher, weil sie dir gar nichts tun kann. Ich tippe dir an deiner Schulter und dann denk bitte mal an eine Situation, wo du einer Spinne begegnet bist. Wie war das? Du warst in der Garage und hast in der Ecke ein, zwei Spinnen gesehen. Wie ging es dir dabei? Ganz komisch. Ganz komisch. Was hat das mit dir gemacht? Da habe ich ein bisschen Angst bekommen, weil ich mag nicht so Spinnen. Ja. Okay, Spinnen sehen natürlich komisch aus. Aber muss man denn von der Spinne Angst haben? Nein. Nein, die ist ja viel kleiner als du, oder? Ja. Und jetzt möchte ich, dass du diesen Gedanken einmal kurz behältst. Mhm. Atme noch mal tief ein und aus und beim Ausatmen gehst du noch tiefer in die Entspannung, noch tiefer. Geh ganz tief, entspann dich und entspann dich, so tief du kannst. Und noch tiefer, geh noch immer weiter, noch tiefer und tiefer in die Entspannung. Und wenn ich dir jetzt an die Stirn tippe, dann kriegst du den größten Lachanfall deines Lebens. Du musst so lachen. Du musst so lachen. Du kriegst den größten Lachanfall deines Lebens, weil du gar nicht verstehen kannst, dass du Angst vor einer Spinne hast. Du lachst über deine Angst vor der Spinne. Du den größten Lachanfall. Mach das richtig laut, als wenn du den größten Lachanfall bekommst. Weil man muss doch gar keine Angst vor Spinnen haben. Du lachst über dich selber. Ja, das ist so toll. Du machst das super. Bravo, 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 bravo. Das machst du ganz toll. Okay, schlaf. Super. Und weißt du denn jetzt, dass das gar nicht so schlimm ist, vor Spinnen Angst zu haben? Weil man muss keine Angst vor Spinnen haben, weil bei uns leben keine Spinnen, die super gefährlich sind. Wir sind viel kleiner und eigentlich sind sie auch nützlich. Und ich frage dich jetzt mal, wärst du denn bereit, meine Schnucki einmal in deine Hand zu nehmen? Ehrlich, wenn du so weit bist, dann möchte ich, dass du mir gleich, also wenn ich dir auf die Schulter tippe, dann möchte ich, dass du mir gleich deine Hand gibst. Gleich, Moment. Erstmal lässt du die Augen bitte noch geschlossen. Ich tippe dir noch auf die Schulter. Jetzt kannst du deine Hand einmal umdrehen. Und keine Angst, alles gut. Du hast ein bisschen Angst.
Soll ich es lieber lassen? Nur wenn du so weit bist. Du musst das nicht machen. Nur wenn du möchtest. Du traust dich jetzt. Okay. Ganz ruhig. Genieße mal. Guck mal, die kann dir gar nichts tun. Die Spinne kann dir gar nichts tun. Wie fühlt sich das an für dich? Sehr weich. Sehr weich, ja. Spinnen sind auch weich. Ja, und jetzt möchte ich, dass du, wenn ich von 3 bis 1 gezählt habe, bei 1 wirst du wach, öffnest die Augen, 3, 2, 1, steh auf, schau mal. Ein Applaus für die junge Dame. Okay, möchtest du Schnucki mitnehmen erstmal? Gut, du kannst noch ein bisschen mit ihr kuscheln, nachher gibst du mir die wieder, ja, wenn du soweit bist. Ein Applaus für die junge Dame. So. Wenn ich dir jetzt auf die Schulter tippe, dann öffnest du die Augen, kannst mit mir sprechen, aber kannst dich nicht bewegen. Dein Körper ist am Boden festgeklebt. Du kannst dich nicht bewegen. Wenn ich deine Schulter tippe, öffnest du die Augen, kannst mit mir reden, aber dein Körper kommt nicht hoch. Hallo? Was machst du da? Ich klebe am Boden. Ja. Okay. Und kannst du auch stehen? Nee. Und probier's mal. Komm, streng dich an. Geht nicht. Geht nicht. Okay, schlaf. Wunderbar. Ja, das ist auch ein Effekt von Hypnose. Ich möchte die Kandidaten aber jetzt auch ein bisschen befreien. Ich zähle jetzt von 1 bis 5. Wenn ich bei 5 angelangt bin, dann fühlst du dich völlig entspannt, frei, wohl, ausgeschlafen, ausgeruht, richtig gut. Und du bist wieder im Hier und Jetzt angekommen und kannst deine Augen öffnen. Ich zähle von 1 bis 5. Bist ausgeruht, frisch und kommst wieder im Hier und Jetzt an, kannst deine Augen öffnen. 1, 2, du fühlst dich frei und frisch, wenn du deine Augen wieder geöffnet hast. 3, 4 und 5. Hallo, seid ihr alle da? Was macht ihr denn da auf dem Boden? Das wäre angenehm. Ach du je. Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Gut. Ja. Weißt du noch, wie du zum Boden gekommen bist? Ja. Wunderbar, dann steh bitte ruhig auf. Komm, ich helfe dir auch einmal. Ja, ein Applaus für die Freiwilligen. Vielen Dank. Ihr dürft wieder. Vielen Dank. Aber das ist eine Spinne. So, genau, nehmt euren Schmuck und eure Brille wieder. Ja, wie gesagt, das war jetzt auch ein bisschen Show, um zu zeigen, dass wie Hypnose funktionieren kann, dass sie auch nicht bei jedem funktioniert. Warum, kann ich nicht sagen. Vielleicht mögen die meine Stimme nicht, ist ja sehr markant, oder konnte sich vor Publikum jetzt nicht drauf einlassen, weil man ist ja auch oft mit Ängsten und Blockaden versetzt. Manchmal hat man ja auch noch die Bilder im Kopf, wo hat man die letzte Hypnose gesehen, da ist dann wirklich einer wie ein Huhn über die Bühne gegackert und die Blöße möchte sich natürlich niemand geben. Gibt es denn bis hierhin noch Fragen? Sie kuschelt erstmal mit Schnucki, das finde ich ganz toll. Spannend, bitte berichte mal, wie es jetzt in Zukunft ist, würde mich sehr freuen. Einer aus ihrer Klasse hat solche großen Spinnen. Ja. Die sogar mitgebracht. Ja. Das war ein Haus für sie. Okay. Ich bin gespannt. Ja, bitte, wenn du soweit bist, bitte mal eine E-Mail zu Dieter Wogowski und Conny, zur Familie Wogowski, dass ich Bescheid weiß, wie es in Zukunft ist. Ja. Danke. Dann, genau. Ja, gibt's Fragen? Moment, ich komme zu dir.
Also ich fand das ja super spannend, auch besonders mit dem Schmerz, das mit dieser Spirale, mit diesen zwei verschiedenen Farben. Könntest du nochmal das Prinzip dahinter erklären? Ich bin also ziemlich neugierig. Ja, natürlich. Ja, also ich kann ja nur das erklären, was ich glaube, was ich persönlich denke, was man mir beigebracht hat und aus meinen Erfahrungen. Das Prinzip zwischen den zwei Farben ist einfach, wir verarschen unser Gehirn, also wir veräppeln es eigentlich. Erstmal ist ja dieser Überraschungsmoment, weil gefragt wird derjenige, der da vorne sitzt, was will die denn jetzt? Sie dreht sich. Und es wird einem ja schlecht, indem man immer schneller sich dreht. Und dadurch, dass ich dann die andere Farbe gebe und den Schmerz in die andere Richtung drehe, veräpple ich das Gehirn. Und dadurch habe ich meine Aufmerksamkeit ganz woanders hingelenkt. Und dadurch ist der Schmerz weg. Weil wenn man Schmerzen hat, ist ja die Aufmerksamkeit immer bei dem Schmerz. Und durch dieses Prinzip funktioniert das halt. Ja. Nur der Schmerz weg oder auch die Ursache? Die Ursache natürlich noch nicht. Das war jetzt eine Symptombearbeitung. Normalerweise, wenn ich arbeite, arbeite ich nicht mit Symptomen. Wenn jemand zu mir in eine Sitzung kommt, gehe ich die Ursache an. Weil die Symptome sind mir sind egal. Wenn jemand abnehmen möchte, ganz oft das Thema, hatte ich selber, also ich muss sagen, alles, was ich hier euch heute zeige, habe ich selber ausprobiert. Und ich bin davon so überzeugt, weil ich habe vor vielen, vielen Jahren schwere Depressionen gehabt. Ich bin nicht aus dem Bett gekommen morgens. Ich habe nichts geschafft. Ich musste in die Klinik. Es hat mir nichts geholfen. Und dann habe ich angefangen, mit diesen Methodiken zu arbeiten. Und es war weg. Deswegen ist es natürlich auch eine Herzensangelegenheit, dass ich den Menschen helfen möchte, weil es Methoden gibt, wo es viel sinnvoller, schneller und effektiver funktioniert. Dann habe ich mal 109 Kilo gewogen. Einige von euch kennen mich noch, wo ich ganz frisch hier war. Da sah ich aus wie eine 100 Kilo Frau. Und du kannst nicht abnehmen. Es geht einfach nicht, wenn du nicht die Ursache bekämpft hast. Du kannst hungern, du wirst nicht abnehmen. Weil warum ist man übergewichtig? Bei mir war es ein Fettpolster. Ein Polster ist ein Schutz. Na, ihr kennt das Finanzpolster, das ist ein Schutz, es bietet eine Sicherheit. Und wenn ihr nicht die Ursache darüber ausfindig gemacht habt, dann könnt ihr das Polster nicht gehen lassen. Weil euer Unterbewusstsein arbeitet ja für euch. Ja, für mich, wenn ich dick bin, ich fühle mich doch nicht wohl. Ja, es ist aber so. Ja, weil euer Unterbewusstsein nimmt alles wahr. Ihr nehmt schon wahr, nach der dritten Woche nach Zeugung, wusstet ihr das? Wer wusste das? Ja, ich glaube, ich nehme doch mal das Mikrofon. Hallo, ich nehme mal das Mikrofon. Euer Unterbewusstsein nimmt alles wahr, ab dritter Woche ungefähr, ab Zeugung. Wer wusste das? Wow, ist ja schon, wow, sehr gut. Und das ist ganz oft so. Die ersten 3 Jahre in einem Leben sind die entscheidendsten. Und da zähle ich auch mit die Schwangerschaft. Wenn die Mutter Depressionen hatte oder der ging es schlecht oder der hat in Trennung gelebt. Das Kind nimmt alles wahr. Und dann werden die Kinder geboren und wundern sich, warum sie Ängste haben. Ja, es gibt ja Kinder, die sind ganz ängstlich. Es gibt Kinder, die sind ganz offen. Und die Ängste, die können teilweise von der Mutter im Mutterleib übertragen werden. Und das ist irre. Und wenn man das nicht weiß, ja, dann weiß man, ja, fragt man sich, wo kommt das her? Oder ein ganz gutes Beispiel. Ich hatte eine Klientin, die kam zu mir, sie hatte Ängste. Sie wusste nicht, warum. Sie hatte so eine behütete Kindheit und ihre Mutter war ein Wunschkind. Die Eltern haben sie liebevoll, sicher geborgen, behütet und halt so, wie es sein soll, wie man sich das wünscht, wie ein Kind aufwächst, erzogen. Und sie wusste nicht, warum sie so eine Angst hat. Dann habe ich sie in Hypnose versetzt. Ich habe mit ihr Unterbewusstsein kommuniziert. Das ist ja nichts anderes Hypnose, als dass ich mit eurem Unterbewusstsein kommuniziere. Und auf einmal beschrieb sie mir eine Situation. Sie hat Babygeschrei. Sie sieht Scheiben, überall Kabel. Na, was meint ihr? Habt ihr eine Idee? Brutkasten, genau. Sie war im Brutkasten. Sie wusste das nicht. Sie hat nie mit ihrer Mutter darüber gesprochen. Sie hat in der Sitzung noch ihre Mutter angerufen, sie hat das bestätigt. Und jetzt stellt euch mal vor, ein Baby, was im Brutkasten war. Das ist die ganze Zeit alleine. Ein Baby braucht Körpernähe nach der Geburt. Ja? Also ich persönlich, das ist nur meine Meinung. Jeder hat da seine andere Auffassungsgabe. Aber ich persönlich finde, die Geburten, wie sie im Krankenhaus stattfinden, das ist eigentlich das Schlimmste, was man seinen Kindern antun kann. Und bitte, das ist kein Urteil, ich habe es selber so erlebt. Ich bin leider erst danach
bewusster geworden. Und hätte ich es damals gewusst, hätte ich meine Kinder bei mir zu Hause geboren, nicht mit diesem Wegnehmen, Wiegen und das alles. Aber das ist eigentlich für ein Kind, das kann auch schon zum Traumata führen. Ja? Oder Spinnenphobie. Oftmals ist es ja natürlich so, das kommt von der Mama. Und weil sie vielleicht mal gebrüllt hat oder sich erschrocken hat, das Kind hat das mitbekommen. Oder eine ganz bestimmte Situation. Ihr, wer ist alles? Mutter, Vater? Ihr kennt das bestimmt. Ihr schiebt den Kinderwagen durch die Gegend und alle kommen an. Oh, du bist hier ein süßes Baby. Kutschi, 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 kutschi. Kennt ihr das? Ja, was ist denn das? Wie sieht das aus? Guck dir mal Schnucki an und guck dir mal meine Hand an. Ein bisschen ähnlich, oder? Ja, und irgendwann im Leben wirst du getriggert. Dann triggert dich das und dann kommt die Angst vor Spinnen. Und du kannst dir nicht vorstellen, warum sie kommt. Weil wir das ja gar nicht mehr wissen. Das Unterbewusstsein arbeitet bis zu 97% am Tag. Und der Rest ist nur bewusst. Und deswegen ist es ganz wichtig, je bewusster du mit dir und deinem Leben umgehst, desto größeren Einfluss hast du darauf. Vielen Dank. Jetzt würde ich gerne mit euch die Jenseitskommunikation machen. Das war's jetzt erstmal mit dem Thema. Auch nochmal einen riesen Applaus für die Freiwilligen. Es war super, ihr habt es toll gemacht. Ja, ich möchte euch bitten, die Taschen von euren Schößen zu nehmen. Beide Beine bitte, oder beide Füße auf die Erde, das ist ganz wichtig. Genau, ich mache das jetzt mal aus und nehme mal das Mikro, ich glaube, das ist besser. Oh, ich bin fertig. That's live. Und jetzt schließt alle mal bitte eure Augen, die möchten, die mitmachen möchten. Lasst euch drauf ein, wenn ihr mögt. Und atmet wieder tief durch eure Nase ein. Und aus dem Mund. Wieder aus. Tief durch die Nase ein. Und aus dem Mund wieder aus. Fühle nochmal in deinen Körper hinein, ob du auch wirklich ganz bequem sitzt. Fühle nochmal rein und wenn du nicht bequem sitzt, dann setz dich nochmal bequem hin. Und du merkst, dass du mit jedem Atemzug immer entspannter bist. Sehr schön. Du fühlst dich zu jeder Zeit sicher, geborgen und behütet und beschützt. Und jetzt möchte ich, dass du dir in deinem geistigen Auge einen perfekten Ort kreierst. Kreiere dir einen wunderschönen, perfekten Ort und fühle dich sehr, sehr wohl. Entscheide, ob die Sonne scheint, ob es regnet, ob es schneit, ob der Wind bläst. Es ist dein perfekter Ort. Hier bist du sicher, beschützt und fühlst dich wohl. Du hast Ruhe. Ganz viel Ruhe. Mit jedem Atemzug fühlst du dich noch entspannter, noch ruhiger. Und du weißt, dass du hier sicher und beschützt bist. Vielleicht bist du jetzt an einem Strand, im Wald, auf einer Wiese, in einem Haus, in einem Gebäude. Auf jeden Fall ist es dein perfekter Ort, an dem du dich geschützt und sicher fühlst. Und ich zähle jetzt nochmal von 10 bis 0 und mit jeder Zahl gehst du noch tiefer in die Entspannung. 10, du fühlst dich frei und sicher. 9,
Lass dich drauf ein und geh noch tiefer in die Entspannung. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, du fühlst dich sicher und frei. 2, 1, 0. Ruhe. Schaue nun in die Ferne an deinem perfekten Ort und denke an einen ganz besonderen Menschen, der bereits in die geistige Welt gegangen ist. Wer erscheint dir sofort in deinen Gedanken? Denke den Namen. Und wenn du niemanden siehst, dann bitte denjenigen, den du dir wünschst, zu dir zu kommen und sich neben dich zu setzen. Dieser Mensch ist dir nun ganz nah. Kannst du ihn fühlen? Kannst du ihn sehen oder riechen? Wenn du magst, reiche ihm deine Hand. Halt ihn nochmal ganz, ganz fest. Wenn du möchtest, umarme diesen Menschen. Genieße diese Zeit und du bist nun soweit, mit deinem geliebten Menschen zu sprechen. Stell ihm all deine Fragen, die dir noch auf der Seele brennen. Warte auf eine Antwort. Manchmal kannst du das auch nur fühlen, wie die Antwort ist. Kläre alles, was noch zu klären ist. Gönne nach der Frage immer einen kleinen Moment Pause, bis die Antworten kommen und bevor du die nächsten stellst. Und ich lasse dich nun mit deinem geliebten Menschen für einige Minuten alleine. Es ist nun Zeit, dich langsam zu verabschieden. Sei dir gewiss, das ist kein Abschied für immer. Du kannst deinen geliebten Menschen jederzeit wieder zu dir rufen. Er ist nicht weg. Es ist Zeit, dich zu verabschieden für heute. Mach das auf deine Art und Weise, wie du es immer gemacht hättest. Nimm deinen Menschen noch einmal in den Arm. Küsse ihn oder schüttel die Hand, wie es dir beliebt. Und dann verabschiede dich.
nur für diesen Moment. Ich zähle jetzt von 1 bis 5 und bei 5 bist du wieder komplett im Hier und Jetzt angekommen, fühlst dich sicher, erholt, glücklich und erfüllt. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn ihr mögt, streckt euch einmal so nach oben, nach unten. Ich glaube, das tut mal ganz gut. Sehr schön. Ja, ich hoffe, dass einige von euch ein schönes Erlebnis hatten. Möchte jemand über sein Erlebnis sprechen? Oder möchtet ihr diesen Moment einfach in eurem Herzen festhalten? Möchte jemand sprechen? Ja, ich komme zu dir. Wie war es bei dir? Also ich fand es sehr spannend. Ich hatte dieses Wochenende schon einige Kontakte, aber ich habe mir so gewünscht, 2 Freundinnen zu treffen. Und es waren also 3 Leute bei mir. Und zwar kam mein Sohn und sagte, hier, ich bringe sie dir, du willst sie doch sprechen. Und die eine hat ganz viel erzählt und wäre ja alles ganz easy rüberzugehen und was ich alles machen soll und dass ich zu einem Engelmedium gehen soll und es wäre an der Zeit, da hätte mir ein Engel hätte mir was zu sagen. Und also die waren so real, diese beiden. Total gut, danke. Freut mich sehr, ein Applaus. Danke, dass du auch so mutig warst, darüber zu reden. Ja, Christian, kannst du mir sagen, 3 Minuten noch, okay. Möchte noch jemand erzählen? Ansonsten, gut, ja. Was macht ein Medium? Ein Medium versetzt sich in Trance, in Meditation, man kann es auch Hypnose nennen. Eine leichte Trance ist ja auch eine Hypnose. Und dann kommuniziert ihr mit Verstorbenen. Und das, was ich jetzt mit euch gemacht habe, macht nichts anderes, macht ein Medium. Und bei wem hat es nicht funktioniert? Kann ja auch sein, könnt ihr mir das mal... Bei wem habt ihr jetzt keine... Bei allen anderen, ja? Nee, ja nicht. Ich wollte mit einem Hund kommunizieren. Ja. Und ist das ein Unterschied, ob man mit Hunden, die in einer geistigen Welt leben? Nein, das ist kein Unterschied. Ich bin ja auch Tierkommunikatorin, das ist... Genau das Gleiche. Na, hast du denn mit dem Hund kommuniziert? Nee, das hat nicht geklappt. Ja, dann beim nächsten Mal vielleicht. Du wolltest noch was sagen? Naja, ich sag mal so, vielleicht bin ich da irgendwie noch zu rational für, um es mal so auszudrücken, aber ich weiß dann nicht, ist das wirklich irgendwie eine Kontaktaufnahme oder nicht, oder bilde ich mir das ein oder nicht? Also das ist wahrscheinlich auch eine Trainingssache, ja, und eine Übungssache. Aber, na gut, also ich sage jetzt mal so hundertprozentig im Sinne eines Beweises für mich selber, kann ich es jetzt nicht genau sagen. Also irgendeine Emotion war da schon auf jeden Fall. Also oder mit meiner Mutter kommunizieren, habe das jetzt auch schon natürlich über erfahrene Medien gemacht, das hat auch super funktioniert. Aber na gut, ich selber muss das wahrscheinlich noch ein bisschen mich da mehr drauf einlassen. Ja, vielen Dank erstmal. Ja, ein Applaus auch dafür, dass er sich geöffnet hat. Ja, das Problem, oder was heißt jetzt das Problem? Es ist eine Blockade. Die Blockade, das sagen die meisten, die auch in die Kurse zu mir kommen. Kann ich das überhaupt? Die blockieren sich natürlich selber. Und ganz wichtig bei so einer Arbeit ist natürlich, dass man sich selber vertraut. Jetzt stellt euch die Medien vor oder stellt euch mich vor, ich würde hier dann sagen, ich kann das nicht, ich mach das nicht, es funktioniert nicht. Ich meine, Nervosität ist normal vor einem Auftritt, die habe ich auch. Aber wenn ich mir nicht vertraue, dass ich das kann, dass es funktioniert, dann brauche ich das nicht mal. Also dann muss ich mit ihm mehr erstmal arbeiten. Ich war auch mal so, ich habe auch gesagt, ich kann das nicht. Alle anderen können das, nur ich nicht. Das bedarf auch ein bisschen Übung natürlich. Und ich lade dich ein, das ist so ein Ding, was ich dir mit auf den Weg geben kann. Arbeite an deinen Blockaden mit dir selber, an deinem Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, dass du das kannst. Und dann klappt der Rest. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Wir sprechen uns bestimmt in 5 Jahren nochmal. Und dann reden wir nochmal darüber. Vielen Dank.
ja, ich muss mich jetzt beeilen. Wer diese Methodiken, die ich gerade gezeigt habe, selber lernen möchte, jeder kann das. Der kann gerne nächstes Jahr bei mir eine Jahresausbildung machen. Ich biete die an bei Familie Wogowski in Gladbeck. Die Informationszettel liegen vorne auf dem Tisch. Ich biete auch ab heute noch ein paar Sitzungen an, der sagt, ich möchte gerne eine Hypnosesitzung noch machen oder noch mal ganz besonders mit dem Verstorbenen kommunizieren, selbst kommunizieren oder eben eine Blockade weg, also abarbeiten oder eine Phobie oder Ängste und Traumata. Natürlich kann man nicht ganz große, komplexe Themen machen, dafür brauche ich mehr Zeit. Aber so Kleinigkeiten, ihr könnt euch gerne bei mir in einer Sitzung anmelden, die Zettel sind vorne bei Conny und Dieter auf dem Tisch ausgelegt. Da könnt ihr dann alles weitere klären, wenn ihr mögt. Und ja, ich möchte mich bei euch bedanken. Und auch bei euch, Christian, danke, dass ich hier sein durfte. Es war mir eine große Ehre. Vielen Dank.